Ein Wildblumengarten auf einem alten Friedhof angelegt, gibt vielen Bienen und Schmetterlingen Futter. Eine Flasche Prost. Trink, 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 bis die ganze Flasche leer ist. Und das ist der Eingang der Tore. Man braucht nicht nach Asien zu fahren, um einen Lotusblumenteich zu sehen. An vielen Stellen der Welt. Jetzt könnte ich hierher kommen und die Lotusblüten bewundern. Die Welt ist doch klein, man kann sich auch zu Hause umsehen. Ich sitze jetzt unter dem Baum. Vor mir sind die Felsen und im Wasser spiegelt sich die Welt. Und ich bin ganz versteckt unterm Baum. Auch das Teehaus spiegelt sich nur. Ich gehe jetzt durch den Baum und durch den Baum durchleuchtet die Brücke. Und die Brücke leuchtet. Und dahinter leuchtet eine Pflanze. Sonnenblumen satt, gelb, schön. Gorchheim ist ein kleiner Ort auf einem Bergrücken mit weitem Rundblick über die Höhen des Kraichgau. Viele historische Gebäude sind zu sehen und versetzen den Betrachter in die Vergangenheit. So ist das Elektrofachgeschäft von Jakob Götz auch heute noch ein Elektrofachhandel. Das nennt man Kontinuität. Das Wasserschloss von Menzingen, eine wirkliche Idylle. Man kann sich vorstellen, wie schön dieses Schloss mal gewesen ist.
Ausgeklappt ist dieser Apparat 11 Meter breit. Damit man sich vorstellen kann, wie groß dieses Teil ist, das ist greifbar. Und mehr. Ein riesiges Teil.